Ich bin mal gespannt, ob sie Resident Evil 5 nachmachen, also auch ein Remake machen. Oder ob jetzt einfach quasi ein neuer Resident Evil 5 einfach kommt, um die Geschichte anders weiterzutreiben, weil ich meine, die betreiben ja hier einen ganz schönen Aufwand. Mit den Remakes. 2, 3, 4 haben sie jetzt gemacht. Und haben natürlich 7 und Resident Evil 8. Und gab es 9? 8 war mit der Lady Dimitrescu, da dieser Riesendame und Co. Da sind sie die stärkeren Gegner. Ashley, da bist du. Die Militärzombies, genau. Wachtürme, die auf einen schießen. Ja. Ein schönes Gebiet. Schnell jetzt. Stimmt, nach Lady Dimitrescu gab es ja noch das DLC mit Ashley Winter. Nee, hieß die Ashley Winter? Ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall Gegner. Kriegen wir die Türme kaputt? Zum Beispiel so. Nein, schade. Ein Gegner weniger. Guck gerade so ein bisschen mich um. Vielleicht finden wir noch einen weiteren. Da ist nämlich links einer gelaufen. Der ist aber jetzt so weit weggelaufen, dass wir den nicht erwischen. Der war hier vorher. Na gut. Warum kann ich jetzt nochmal gucken? Ja. Nix hinten dran. Der Händler verkauft uns bestimmt auch wieder eine Karte, wenn wir ihn finden. Natürlich. Die gehen wirklich nicht kaputt, wenn ich hier reinschieße in die Laser. Was sind denn das dann für Vorrichtungen? Von hinten kann man die kaputt machen, okay. Kommst du hier hoch? Er kommt da hoch, wow. Das ist ja der Wahnsinn. Mann, Leon, was ist mit dir los? Hat er sein Köpfchen benutzt oder was? Sieht so aus, als ob die einbrechen könnte. Was sie zum Glück nicht tut. Hier geht es irgendwie noch lang. Guck mal, da ist eine Tafel. Wie soll ich denn an die kommen? Oder lese ich die von hier? Okay, ich bin nicht mehr so gut in römischen Zahlen, dass ich weiß, was M und D bedeutet. X war 10. Ach, egal. Vertrieben von den kriegerischen Gottlosen finden wir uns im Exil wieder. Verdorrt ist das Gras, karg der Wald. Ein Leben in Sühne, die Insel unser Fegefeuer. Doch verzagt nicht, Brüder und Schwestern. Unsere Zeit wird kommen. Hester Settler. Können wir darüber springen? Okay, leider nicht. Schade. Auf irgendwas ist der Laserpointer gestoßen, ne? Aber hier ist auch nichts. Also, da wird nichts sein. Hier ist der Händler. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte willkommen. Ich habe was Neues Die für dich. Killer 7, eine bedienfreundliche Magnum mit Laservisier, okay? Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Der neue Koffer, jawohl. Ich. Also, das heißt, Schätze kombinieren. Edelsteine einsetzen. Zweimal die gleiche Farbe ist am besten.
Und wir haben zweimal rund. Das heißt, wir können zweimal hier den gelben einsetzen. Und hier haben wir nämlich einmal rund und einmal eckig. Und da ist nur rot in derselben Farbe da. Willkommen! Oh, den seltsamen Quader sind wir jetzt los. Im Schloss gab es irgendwo anscheinend noch eine Kiste, wo wir den einsetzen konnten. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Der kleine Schlüssel, den werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr verwenden können. Deswegen wird er hier mit gelistet. Wir heben ihn trotzdem auf. Ich will nur sicher gehen. Lippenrouge, Weinkanne, extravagante Uhr. Fremder! Effekt. Oh, dafür bekommst du ein hübsches. Je größer, desto besser. Habe ich zumindest gedacht, als ich noch ein Dreikäse hoch war. So. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Ja. Probier was Neues aus. Ich verstehe schon. Wir reparieren das Messer. Wir reparieren die Schutzweste. Wir kriegen halt nichts aufgerüstet. Und unsere Schrotflinte macht so schon richtig gut Damage. Gehen jetzt hier hin. Und haben das Magazin nochmal vergrößert von der TMP. Und wenn wir das Level hier ab hier noch haben, dann können wir auch das Spezial-Upgrade kaufen. Ich glaube, die TMP ist einfach nicht so verkehrt, so eine Schnellschusswaffe zu haben, wo man immer viel Muni kriegt für. Überraschung. So, jetzt haben wir da keinen Schuss mehr. Okay, da geht's nirgends hinter. Stimmt, das gab ja da so noch ein paar extremere. Wo hat mich denn jetzt was aber bitte gesehen und erwischt? Verbrennen die jetzt komplett? Oh, schön, wie er am Feuer stehen bleibt. Dass er natürlich genau dann anfängt zu laden, während er am Feuer steht. Das war richtig glücklich gerade geworden. Okay. Ja, seht ihr, die TMP, die lohnt sich voll. Mit ein paar Schuss macht die so viel Damage, wenn man die aufgerüstet hat. Das muss so geil werden, wenn wir noch das letzte Upgrade haben. Wenn die dann quasi nochmal das 1,5-fache an Damage machen. Das war ein bisschen fies. Ja, noch halten wir aus. Irgendwann mal. Viel Spaß beim Runterfallen. Und dann ist der nächste weg. Ne, der ist irgendwie nur umgestellt. Kann man den nicht ausmachen?
Die halten halt auch wieder so viel aus. Ne, den kann man nur umstellen, okay. Ja, man muss schon wissen, der Typ liebt das einfach. Das ist so ein Spiel zwischen uns. Oh, guck mal, der hat eine Armbrust gedroppt. Ach, der muss natürlich jetzt auch wieder übertreiben, ne? Der macht so ein bisschen Spaß zwischen ich steche ihn ab, er fällt runter und so weiter. Und jetzt will er zurückstechen. Nee. Okay, geschafft. So, dann gucken wir uns doch mal um. Wir haben jetzt eins hier weitergepackt. Das ist okay. Hier haben wir aber noch Sachen liegen. Hier oben kommen wir noch nicht hin, weil wir erst außen rum müssen. Weil sonst direkt, ja, abgeschossen werden von den Dingern hier. So, wie kommen wir jetzt hinter das Ding? Da war nämlich noch eine Kiste. Hier so? Ja, sehr gut. Ein Stiefelmesser, ja, super. Das haben wir gewollt. Das ist ein rotes Kraut. Das ist immerhin schon mal besser. Das können wir kombinieren. Wir haben 20 Schuss. Wir können also Schrotflintenmuni nochmal herstellen. Auch das letzte, weil wir haben keine Rohstoffe mehr. Und mit 8 Schuss können wir nochmal TMP-Munition. Perfekt. Es gab keine Schatzkarte zu kaufen. Ich gehe mal von aus, hier wird es dann auch keine mehr geben. Wird auch nicht Sinn machen hier auf dieser Insel, dass da diese komischen Lampen rumhängen. Gehen die Scheinwerfer kaputt. Nee. Die sind aus Edelstahl. Rostfrei und unzerstörbar. Okay, Pistolenmuni. Da ist die Leiter kaputt. Wie kommen wir denn da drauf? Wahrscheinlich gar nicht. Da kommt er natürlich wieder nicht rüber, der Mann. Gerade eben hat er sich noch an einer genau gleich hohen Stelle hochgezogen. Da, nee, geht nicht. Gut, er kennt halt seine Grenzen, ne? Boah, fast reingelaufen. Komm, da kommen wir, glaube ich, gar nicht hoch, oder? Hier kaputt. Nee. Also ich sehe jetzt nicht den Weg, wie wir da rüberkommen. Ach, wir waren schon gerade richtig, weil wir jetzt den Laser umgestellt haben. Müssen wir gerade nochmal den ganzen Weg zurückgehen. Dann gehen wir hier durch. So, was ist denn jetzt damit? Ist hier vielleicht ein Weg durch? Das wäre schon ärgerlich, wenn da jetzt was drinne wäre und wir kriegen es nicht. Nee.
Oh, das Tor lassen sie unverschlossen, das ist immer interessant. Große Türen, die sind irgendwie ganz gerne nicht gesichert. Zumindest hier im Spiel. Ups. Lol, wie sie parallel dann umgefallen sind. Wie nice. Das kriegt auch nicht jeder hin. Das müsst ihr mir anerkennen. Das ging aber schnell, hör mal. Ah, das ist so schön mit dem Schatten manchmal, wenn man die Gegner schon vorher sieht. Ja, das war Akupunktur, der hat Rückenschmerzen gehabt und ich habe ihm geholfen. Der ruht sich jetzt einfach nur aus, ne? Also bitte nicht falsch verstehen, was da gerade gelaufen ist. So, von da kamen wir. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's hoch. Und was ist hier rechts? Hier ist eine Wand. Okay. Astrein analysiert alles von mir. Ist es mal wieder so? Nee. Einen, den wir mal heimlich töten dürfen, das wär's ja. Solid Snake im Einsatz. Okay. TMP-Muni. Nicht verkehrt. Warum können wir hier schon reingucken? Schade, dass hier kein Gegner ist. Dann hätten wir das hier runterschießen können. Das ist auch nichts. Uns fehlt auch immer noch so eine Settler-Figur. Nicht Settler, Prinz Pilaf. Ich habe noch nichts gesehen oder gehört. Ach, schön, dass sie wenigstens jetzt noch mal ein bisschen was eingebaut haben, damit man es machen kann. Ein Raketenwerfer? Das ist nicht gut. Oh, nice. Die tragen Metallhelme. Wie fies. Shit. Ja, das ist es halt, wo ich gesagt habe, hier kommen sie mit fiesen Schilden auch noch. Das wird laut. Geht aufs Haus. Trágate esto. Shit,
Schön, beide erledigt. Die Waffe tut ja durchschießen durch die Gegner. Ups. Und schön, dass wir das geschafft haben. So, jetzt fehlt noch Mr. Nice. Wo hat der sich denn jetzt hingerollt? Ist der tot oder ist der jetzt nur weggerollt? Ich höre ihn doch noch. Ja, da ist er doch wieder. Der fällt da runter und dann klettert er da wieder hoch. Okay. Hier hätten wir sie reinlocken können, die Gegner. Gelbes Kraut. Oh, ich dachte gerade, da kommt ein Gegner angekrochen. Bestimmt wieder ein Höhleneingang. Jawohl. Schatz. Okay. Vielleicht gibt es doch nochmal eine Schatzkarte. Hatte der die vielleicht vorhin? Ich habe die übersehen. Das ist ja durchaus möglich. Da kommen wir jetzt aber auch so schnell nicht wieder hin zu ihm. Ich will nicht nochmal durch diese Laserbarrikaden da laufen. Sie mir diese Geräusche machen müssen. Mal vor, die würden alle so Anime-Geräusche machen. So ein Anime. Die ganze Zeit. Na los, kommt her. Aber immer noch keine Prinzipila-Figur. Nee, okay. Ich wollte jetzt nur sicher gehen. Ich deswegen den Gegnern erstmal vielleicht nicht gehört hätte. Hier geht's noch normal wieder hin. Ja komm, gehen wir weiter. Oh, da hinten sehen wir... Ach, ja doch, wir haben Munition. Guck mal, da hinten sehen wir ja schon welche. Perfekt. Schon mal zumindest keine Raketenwerfer... Geschosse, die mal auf uns fliegen. Er weiß noch gar nicht so recht, was ihn getroffen hat. So, damit ist er erledigt. Okay, die kommen alle hochgerannt. Langsam habe ich genug. Um. Yeah.
Okay. Ich finde es immer noch ein bisschen erstaunlich, dass die hier immer dann sagen, Olorido, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich habe ungefähr versucht, den Wortlaut jetzt hinzukriegen. Dass die sagen, da ist er, da ist er. Na klar ist er da. Hört ihr nicht die Pistolenschüsse? Okay. Okay, hier wollen wir wirklich hin. Das heißt, wir gehen erst hier runter. Noch ein Schatz. Eine Krone. Sehr gut. Die gibt 100.000, wenn wir sie richtig hören. Prinz Pilaf. Perfekt. Ja, die Krone. 100.000 gibt's. Hier komme ich wohl nicht rein. Ich muss einen anderen Weg finden. Können wir gerade mal machen. Edelsteine einsetzen. So. Guck mal, in eckig haben wir jede Farbe und in rund auch. Das heißt, wir kriegen es auf jeden Fall hin. Also einmal gelb. Einmal lila. Einmal rot. Einmal grün. Und einmal blau. Perfekt. Hier sind es drei. Und bei 3 ist es am besten, dreimal dasselbe reinzukriegen. Da es aber auch eckig ist, bräuchten wir rot 3-mal, was wir nicht haben. Noch nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Man kann die einfach entschärfen. Nice. Gut, dass wir das rausfinden, ist für den nächsten Rundgang ganz wichtig. So, liegt hier aber noch was im Raum. Gut, wir speichern dann. So. Jetzt ist schon wieder die Frage, wo lang, ne? 3 Wege. Der hier wird nicht gehen. Ja, rotes Licht. Verschlossen. War hier nicht gerade noch was? Ein Seidenkristall war da. Hi. Bye. Och, shit. Alter Schwede, ich schwöre, wir haben keine Schutzweste mehr. Schon sind wir fast tot, wenn wir getroffen werden. Herstellen. So, das müsste jetzt theoretisch, oder? Max Leben? Nee, noch einmal. Ja, das dürfte jetzt auch nicht mehr so viel aushalten. Wir schießen ja durch 2 Gegner durch. Ehrlich gesagt durch 5. So, und schätz mal, wir hätten hier mit der Leiter hochgekonnt, um die andere Seite zu nehmen. Die Treppe war ja dann doch irgendwie gar nicht so verkehrt. Der eine ist ja zumindest reingelaufen in das, ja, C4, denke ich mal. Wollte schon sagen, in Resident Evil 2 konntest du aber noch hier Schränke aufmachen. Schön, wie sie hier noch die ganzen CRTs, also die Röhrenmonitore, überall haben.
Und jetzt kommen wieder hunderte von Gegnern, weil sie gerochen haben. Der Schalter wird aktiviert. Schnell ruft sie alle an. Die Feuerwehr, die Polizei, den Rettungsdienst und wer noch zur Verfügung steht. Okay, doch nicht. Wow. Durch sind wir. Ashley! Ashley! Komm schon, wach auf! Fuck! Halt durch. Ist hier noch was am Eck? Nein. Oh, ich glaube, ich erinnere mich, was jetzt kommt. Man ist irgendwie auf irgendeiner Plattform einen ganz langen Tunnelgang runtergefahren. Noch wer? Seit wann tun wir den so oft stunnen mit den Kopfschüssen? Da kann ich nicht ausweichen. Git-Gut funktioniert hier nicht. Jetzt konnte ich ausweichen. Ach du Schande, noch ein Treffer und wir sind tot. Das war's. Ich hatte gerade echt Schiss, als er den Dreifachschwung gemacht hat, dass nachdem wir ausweichen gesagt haben, dass Leon einfach wieder aufsteht, statt geduckt zu bleiben. Ja, okay, Ashley befreien wir also schon wieder. Da gibt's ja schon hier jetzt die Stelle zum Rüberklettern. Schade. Gar nichts. Kommen wir hier durch? Auch das nicht. Okay. Ach, da ist eine Leiter. Nee, ist es nicht. Doch, ist eine. Grünes Kraut, okay. Perfekt. Also, nicht, dass ich es gesehen hätte, ich bin da spekulativ hingegangen, ne? Shit. Nicht schlecht, ha? Das ist jetzt aber auch hier richtig eng gerade. Oh cool, Bein abgeschossen. Ich habe ganz vergessen, dass es hier auch geht. Das ist ja noch von Resident Evil 2 eingeführt worden. Ist hier noch was? Munition oder so? Nee. Ja, cool. Haben wir eine Methode gerade gefunden, mit den Gegnern umzugehen, die hier die Stahlmaske tragen? Geht die was auf? Nö. Okay,
Okay, das sieht so aus, als ob es da offiziell jetzt richtig lang geht. Dann gehen wir erstmal hier. Optional ist gut. Schatz wieder? Ne, ein grünes Kraut. Das ist auch ein kleiner Schatz. Das ist alles. Okay. Oh, das geht auf. Nix weiter dann. Oh, eine Küche. Da hätten sie jetzt gut ein grünes Kraut reinstecken können. Das ist ja die Küche. Dass da jemand sein Taschengeld drin versteckt, okay. Ich nehme es mit. Oh, Gefriertruhe. Ne, ist ein Mülleimer. Da liegt eine Handgranate drin. Was die Leute hier so wegwerfen. Die Handgranate ist abgelaufen. Werf sie besser in den Müll. Okay. Glück, dass wir noch ein bisschen schräg standen, ha? Das ist ein Ofen. Ach so. Den viel witziger wäre es gewesen, wenn wir den angemacht hätten. Oh, ein Forellenbarsch, sehr gut. Oh, du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Deine Kohle. Okay, nee, keine Schatzkarte. Ach, warte mal, die mussten wir tauschen, ne? Spezial-Upgrade-Ticket und hier die Schatzkarte. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Lust ein bisschen Gerümpel aufzulesen, Fremder? Wer es findet, darf's behalten. Meine Meinung. Besten Dank. So, jetzt können wir tunen. Aber vorher Schutzweste reparieren. Viel wichtiger. Wenn ich das mal so das Messer darf. Auch. TMP. Damit hättest du unseren Standardservice für diese Waffe ausgeschöpft. Wenn du mehr willst. Tja, du mehr lässt sich wirklich nicht rausholen. So, Damage mal 1,5. Wenn du mich fragst. Das ist halt nochmal 55, also 0,55 mehr. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen, oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Und die Pistole macht schon 1,9. Und dann machen die jetzt 1,65 Damage. Das ist fast so gut wie die Pistole und wir schießen einfach viel, viel mehr. Okay, so. Lass mal gerade noch gucken, was wir im Inventar haben. Herstellen bitte den Barsch. Wenn wir jetzt sagen, benutzen, füllt, der füllt uns ganz auf. Ich glaube, wir haben einen Anhänger, der sagt, wir kriegen hier mehr Leben durch Barsch. Dann heben wir uns den mal allgemein mehr auf. Gehen wir nochmal hier hin, laden nach. Oh, was? Kommt hier jetzt ein Boss? Dafür brauchen wir auch eine Schlüsselkarte, okay. Da waren aber nur zwei von diesen, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Zeichen war. Wie hieß denn die Organisation? Die Dinger heißen Las Plagas oder sowas. Okay, hier ist nur ein Symbol aktiv. Gibt wahrscheinlich dann Karten mit einer höheren Stufe oder wir können die aufwerten oder irgendwie sowas. Oh, dunkel. Ach shit, ja. Jetzt kommen die fiesen Gegner. Ich glaube, die haben auch einen Instant-Kill gemacht, wenn du unglücklich warst.
Okay. Und da ist wieder Strom. Wir müssen mal gucken, wie gut die Pistole funktioniert oder ob wir andere Waffen nehmen müssen. Weil die haben so eine komische Haarallergie gegen ihre eigenen Haare. Das heißt, wenn die da irgendwie getriggert werden, stoßen die ihre Haare ab und dann hast du so ein paar in deinem Körper stecken. Okay, weil kein Strom, hä? Natürlich, da kriechen sie durch, hä? Labornotiz. Herrn Dr. Ernesto Munoz Reis, Facharzt für Pathologie. Der Abteilungsleiter hat den Antrag auf Erneuerung Ihrer Schlüsselkarte stattgegeben. Bitte gehen Sie mit Ihrer Schlüsselkarte der Stufe 1 zur Sezierstation und folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 2 Freigabe mit dem Gerät im Gefrierhaus. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 3 Freigabe mit dem Gerät auf der Inkubationsstation. Bitte holen Sie vor Benutzung der Geräte stets die Erlaubnis des zuständigen Aufsehers ein. Jo. Die hätten sich sowas eigentlich auch sparen können. Es macht so oder so keinen Sinn, was dabei passiert hier. Den Part hätten sie dann ruhig erweitern können, dass man dann sagt, okay, es gibt ein paar extra Gebiete hier mit verschiedenen, was weiß ich, toten Wissenschaftlern, wo du denen die Karten dann abnimmst. So, wir laufen jetzt erstmal zum ersten Schatz. Gut zu sehen, dass wir hier... Ach shit, hier haben wir doch im Dorf einen Schatz übersehen. Und, was ist hier? Ihr seht, na gut, damit kann ich leben. Und wo wir hinwollen, da ist auch nochmal ein Schatz. Hebel zur Stromsteuerung, Stufe 1, Türverriegelung. Haben wir ja noch gar nicht. Oder haben wir doch eine aufgesammelt? Nein. Ich habe mir absolut nicht gemerkt, was ich da gerade euch vorgelesen habe, bin ich ganz ehrlich. Gucken wir doch nochmal auf der Karte. Terminal für elektrisches Schloss. Achso, geht das jetzt? Ja, bestätigen. Achso. Ach, siehe da, Rätsel. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Muss da... Das hier? Weil jetzt auf jedem Strom ist, oder was? Denkt mal, 2 von 2 oben rechts. Sollte passen. Was passiert ja nichts. Insufficient power. Calibration required. Also guck mal, oben ist die Power. Das machen wir mal so. So wird es verteilt nach links und rechts. Das Problem ist, links und rechts können wir nicht gleichzeitig betanken. Ach, warte mal. Ha. Wir mussten den Schalter dann noch nach ganz rechts machen.
für Experimente veranstalten die hier? Analysebericht Regenerator. Der 9. April. Es ist soweit. Ich habe neues Leben erschaffen. Ich nenne ihn Regenerator. Sein Stoffwechsel sucht seinesgleichen. Solange die Parasiten in seinem Körper nicht vollständig abgetötet werden, ist er in der Lage, sein Gewebe immer wieder zu regenerieren. Ich habe testweise seinen Körper mit einem biosensorischen Zielfernrohr betrachtet und konnte mich davon überzeugen, dass die Parasiten für den Wirt wie eine Art lebenswichtiges Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin mir sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voll der Bewunderung die Hand schütteln wollen. 13. April. Ich habe der überheblichen Flachpfeife aus der Abteilung von meinem Durchbruch erzählt. Der ist kreidebleich geworden. Dann hat er irgendwas in sein Notizbuch gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt, aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot. Ich habe alles unter Kontrolle. Datum keins. Das Subjekt ist durchgedreht und aus dem Kryotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Ja, immerhin. So viel Humor haben sie beim Schreiben. Da ist er doch, die Schlüsselkarte. Shit. Jawohl. Das war unerwartet. Da ist ein Herz. Und da ist er geplatzt. Ein Rubin. Platsch. Ihr habt gesehen, wie viele auf den geschossen haben. Das ist nicht der, den ich gemeint habe als Gegner. Vielleicht gibt es die auch in dieser Version gar nicht des Spiels. Alter, wie viel der Fisch einfach heilt. Nehmen wir. Ist hier irgendwas? Ein Goldbarren, jawohl. Ich hoffe mal, der gibt auch 100.000. So, hier ist noch ein Schatz drin. Und ein Erste-Hilfe-Spray. Beryl. So, jetzt gucken wir gerade mal. Schießpulver. Haben wir genug wieder für Schrotflinte? Wobei TMP jetzt wertvoller ist, glaube ich, bei dem Gegner, wenn der nochmal kommt. So, Karte. Unten links ist dann Hebel zur Stromsteuerung. Okay. Ach so, wir tun das Gebiet bestimmen, wo dann Strom ist. Ja. Gut, da soll es ja jetzt auch sein. Hier sind wir fertig. Och Gott. Warum hat er das wieder ausgemacht? Ich hätte jetzt auch mich so erschreckt, wenn das hier einfach aufgegangen wäre und da wären so drei von den Gegnern von eben hingegangen, hergekommen.
Haben wir hier nicht gerade eben Strom drauf gemacht? Ups. Ne, ich gehe auch wieder falsch. Wie habe ich denn das geschafft? So. So, dafür haben wir die Karte. Gefriertruhe. Hier ist wieder so ein Stromrätsel. Wir gucken aber erstmal, ob hier irgendwas vor uns ist. Natürlich. Mist, noch einer. Okay, jetzt fehlt uns die Muni. Granate. Du musst es regeln. Geht aufs Haus. Nein, das hat nicht gelangt. Der kämpft doch noch gegen uns dann gleichzeitig. Ach, ich will doch den Schatz haben. Wir haben einfach keine Muni, das ist so kacke gerade. Ja, absolut nichts, was wir jetzt machen können. Die 5 Schuss mit der TMP sind jetzt auch nicht der Heilbringer. Kommt er jetzt hier lang? Scheiße, ja. Hallo, Fremder. Willkommen. Na, kaufen wir doch mal was ein. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Ja, schade, dass wir keine Muni kaufen können. Der Goldbahn gibt 20.000, immerhin. Ein hervorragender Deal. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Messer reparieren, Arbeit, Rüstung reparieren. Ja, bringt das was, wenn wir zum Beispiel Magazin machen? Kriegen wir dann Munition geschenkt? Für diese Arbeit angenehm. Nee, schade. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Wir könnten unser Schrotgewehr verkaufen und das neue dann uns gönnen. Das ist vielleicht besser gegen ihn. Dann brauchen wir zwar immer noch Munition. Ja, machen wir mal. Danke. Wäre das dann alles? Damit ballerst du in 0, nichts ein ganzes Feuerwerk auf deinen Gegner. Jupp, das habe ich vor. Tunen, die Striker. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Probier mal, wie sich das anfühlt. Na dann, stirb mir da draußen nicht weg. 12 Schuss haben wir gekriegt. Nice. Das hat sich wenigstens in der Hinsicht gelohnt. Die Frage ist, ob wir ihn damit besiegen.
Nee, ich wollte doch noch an die Aufbewahrung. Nee, macht keinen Sinn, irgendwas zu nehmen. Für den Moment haben wir das Glück, dass er jetzt uns ignoriert. Wir könnten aber auch wieder ein Dritter noch sein. Aber hier ist erstmal eine Kiste. Wir sind normale Gegner wieder, ja, immerhin. So, wir kommen damit eine Ebene tiefer. Ich will da oben den Schatz noch haben, ne? Den holen wir uns gleich. Wir sorgen jetzt nur dafür, dass wir ein bisschen Muni kriegen. So. Ja, der guckt da doof. Das kann wehtun, ne? So eine Kugel im Fuß. Schießpulver, sehr gut. Damit können wir gleich schön Schrotflintenmunition herstellen, wenn wir genug haben. Oh, da ist noch was. Jawohl, ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Boah, hier geht's ja jetzt aber auch schon wieder. Ach, da sind direkt zwei drinne. Da will ich schon gar nicht drüber springen, ehrlich gesagt. Vor denen müssen wir auf jeden Fall dann weglaufen. So, oh, hier ist was. Gewehrmunition, das machen wir hier in die hier. Scharfschützengewehr ist jetzt, glaube ich, nicht das Beste. Nochmal, ach, direkt nochmal. Okay, und jetzt Flintenmuni. So, dann gehen wir mal hoch und legen uns mal mit Big Daddy an. Wir hätten echt zuerst den Schatz holen sollen. Nice, mit der Striker funktioniert das so gut. Dann kriegen wir die anderen zwei da auch noch fertig. Hammer. So, das muss also so sein. Das können wir nicht anders machen. Wer anders kommt, da oben links kein Strom hin. Dann das nächste. Wir müssen gerade mal gucken, wo eindeutig Strom. So, so muss es auf jeden Fall sein, damit bei dem unteren rechts der Strom hinkommt. Und ansonsten haben wir halt noch zwei Stück, an denen wir ein bisschen drehen dürfen. Nee, das kann so nicht sein. Das geht ja dann nur einmal. Da haben wir null Strom irgendwo. Das muss so sein. Es geht runter.
Warte mal, halt. So. Ich war ja auch ein bisschen, ne? Kann ja auch anders gehen. Jetzt haben wir es. Eine Waffe. Die LE5. Eine bessere MP. Shit. Nee, wir können die andere ja verkaufen. Wir kriegen ja einen Großteil der Ressourcen wieder. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zum Händler. Überlegt gerade. Ne, die hat ja schon eine Stütze, ne? Die geht jetzt nicht nochmal hier ran. Ne. Das heißt, wir können die hier sagen. Schnellzugriff. Ja, sieht gut aus, ne? Das heißt, wir müssen jetzt nur noch runtergehen im Keller. Gegen die zwei da kämpfen. Und ach, jetzt habe ich vergessen zu gucken. Links, rechts, dann kommen wir zum Händler. Ich habe links gesagt und dann rechts. Nicht erst rechts und dann links. So. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Wir kaufen TMP. Ob Rubin? Ah, dafür lasse ich einiges springen. So, da ist er nämlich. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas. Probier mal, ob's passt. Hier, wie du es haben wolltest. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Hier, wie du es haben wolltest. Gut, ach shit, die macht aber weniger Schaden als die TMP. Jetzt ist eh zu spät. Die macht hier nämlich nur Durchschlag auf mehrere Ziele. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, so probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Hier. Wie du es haben Na gut, wolltest. Wir kriegen im nächsten Run die E zurück. Die TMP ist jetzt. Das tut uns ja jetzt auch nicht wirklich weh. Ich weiß nicht, wo wir die ganzen Spinels jetzt alle herkriegen sollen. Das Spiel bombt uns quasi damit zu, dass wir hier das kaufen können, das Zeug. Die Jahre sind wohl nicht spurlos und kommen jederzeit wieder. So. Jetzt sagen wir noch die Stütze an die Aufbewahrung. Brauchen wir nämlich dann nicht mehr. Warte mal. Ahaha, hier. Herstellen. Das letzte Mal, wo wir es dann nehmen müssen, um Max Leben zu haben. Bin gespannt, was es dann bringt. Also vielleicht... Gibt das gelbe Kraut dann irgendwas nochmal extra, aber vielleicht ist es auch etwas, was wir einfach verkaufen werden. Hier sind 4 Stück, da gehen garantiert 2 Stück aus den Gläsern gleich raus. Wir gucken uns jetzt um, bevor die draußen sind gleich. Wenn jetzt hier noch was rumliegt, nehmen wir es mit. Gewehrmunition, grünes Kraut. Ein Stuhl, der durch die Gegend fliegt, okay. Granate. Und kein bisschen Gewehrmunition, also Schrotflintenmunition. Schießpulver, Rohstoffe, sehr gut.
Ausbruch des Testsubjekts. Werden kürzliche Werkzeug nach 20 Stunden gefangen. Eins unserer Werkzeuge konnte nicht aus dem Subjekt geborgen werden. Okay, wir müssen also eins kriegen. Biosensorisches Zielfernrohr. Kann auf jeder Waffe montiert werden. Nö, Sturmgewehr, LE5 und Stingray. LE5 bitte. Sogar der wird von Parasiten kontrolliert. Natürlich nachladen. Ach, die Herzen regenerieren nicht. Wie viel denn noch? Bis ich die Herzen in der Brust treffe. Immer noch nicht. Weil er die ganze Zeit am Boden liegt, oder was? Schraubenschlüssel. Wofür wir den auch immer brauchen. Ach so, dafür. Wow. Ganz kurz nur. Wir gucken, wo die Sachen sind. Bauch. Bei dem komplett verteilt. Shit. Shit. Und wir haben eh nur noch so gut wie keinen Schuss. Wir haben nicht mal genug. Oh Mann. Wo packen wir es denn jetzt hier? Guck mal. Das hier und Zubehör auf die aufs Sturmgewehr. Ich glaube, Sturmgewehr-Munition kriegen wir aber hin, oder? Nee, da brauchen wir auch 10. Wir haben 7. Wir kriegen MP-Munition nochmal hin. Dann könnten wir da auch nochmal das drauf packen. Pass auf. Natürlich. Okay, Alexandrit. Geschafft. Rubin und jetzt der letzte. Wo ist er? Da. Unten da, hier in der Hüftgegend. Das kriegen wir mit der Schrotflinte locker hin. Dann machen wir das hier fertig. Haben es nicht erwischt. Nein, das gibt's doch nicht. Man müsste meinen, so ein Schuss in die Hüfte langt. Shit, keine Muni.
Komm, das macht dich glücklich. Haben wir es jetzt? Jawohl. So, wir haben keine Muni über, dafür haufenweise Edelsteine bekommen. Und dann sagen wir doch mal, Karte machen. Weil ich hatte die Angst, dass alle vier gleichzeitig hier rauskommen. Na, haben wir sie besiegt und deswegen kommen sie jetzt normale Gegner. Oh, wie nice. Musst du davor laufen, während ich auf... Ich hab doch jetzt... Jetzt hab ich's geschafft. Genau, oh, hol's raus. Bumm. Da hat er keine Chance, der Mann. Perfekt. Schießpulver haben wir auch eine ganze Menge gekriegt. Dann können wir Ashley abholen. Null Muni. So, lass mal kurz gucken. Wir haben 11 Stück. Und wir haben nur einmal hier das blaue Rohstoff noch. Das würde ich dann aber auch ganz gerne für die Flintenmuni nehmen. Das heißt, wir heben erstmal auf. Okay, jetzt gehen wir da hoch. Dahin haben wir noch irgendwo? Nö. Sehr gut. Das ist immer gut, wenn wir alles haben. Oh, sehr gut. Lauter Kisten hier. Ne, eine Kiste. Und ein Schrank, der leer ist. Aber das sind nicht die Gegner, die ich in Erinnerung habe. Also die, die ich meine, die hatten wirklich so mit Stacheln gegen dich angegriffen. Wieder. Kapitel beendet. Kapitel 14 also. Leon? Bin spät. Nein. Danke. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Wo ist Luis? Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt.
Komm, wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los. Für Luis. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre Wichte. Oh, ein Rohkristall. Die Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada, das wandelnde Lexikon. Immer gern. Schuldest mir was. Tagebuch eines Forschers. Wir wurden ohne Vorwarnung eingesperrt. Sie bringen einen nach den anderen in den Nebenraum. Ich weiß nicht, was dort passiert. Eben haben sie Annabelle geholt. Als nächstes bin wohl ich dran. Ich muss nachdenken, meine Gedanken ordnen. Plaga-Infizierte sind Lord Settler hilflos ausgeliefert. Wenn er es anordnet, arbeiten sie sich mit einem Lächeln auf den Lippen zu Tode. Ungünstigerweise sind die Wirte für komplexere Aufgaben so gut wie nicht zu gebrauchen, da ihre Intelligenz quasi auf das Niveau eines Regenwurms fällt. Dennoch waren wir in der Lage, eine neue, überlegene Plagerspezies zu entwickeln. Sie verfügt nicht nur über die Fähigkeit zur Verwandlung, dafür aber beeinträchtigt sie nicht das... kognitive Leistungsvermögen des Wirts. Wie es aussieht, wollen sie diese neue Spezies dem Mädchen verabreichen. Offensichtlich ist es von Bedeutung, dass ihre Intelligenz durch die Infektion nicht beeinträchtigt wird. Alle Tests, die wir durchführten, waren erfolgreich und die Pläne für die Massenproduktion stehen bereits. Kurz gesagt, das Projekt ist ein voller Erfolg. Aber jetzt bin ich eben hier eingesperrt und im Nebenraum bereiten sie gerade alles vor, mir die überlegene Spezies zu injizieren. Annabelle ist nicht mehr sie selbst. Das Lächeln auf ihrem Gesicht ist komplett verschwunden. Würde ich nicht schreiben, wäre ich schon längst verrückt geworden. Auch wenn das hier sicher niemals jemand lesen wird. Magnum-Munition. Jetzt kriegen wir mal wieder welche. Das Spiel beschenkt uns nicht wirklich damit. Und ein Forellenbarsch. Hammer. So, aber war hier nicht noch ein Schatz im Raum? Oder habe ich den habe ich eingesammelt? Okay. So. Pistolenmunition. Forellenbarsch. Magnum-Munition. Ja. Wir haben mal den Biosensor da wieder abgeschaltet. Ich glaube, den brauchen wir nicht. So, gerade aufgewacht, Ashley. Klär darüber. Was denkst du denn? Na gut, eigentlich ist es ja richtig. Sie ist ausgeschlafen. Sie muss das können. Geil, nochmal mehr Gewehrmunition. Das kann ich mittlerweile im Schlaf. Ja, aber im Weg stehen tust du immer noch. Oh, nochmal eine Aufgabe, das ist ja krass. 5 Spinels, also echt, wie soll man die 40 jetzt nochmal zusammenkriegen? Hat vielleicht jemand kurz Zeit und kann diese blauen Medaillons? Okay, Frachtdepot. Karte. Okay. Sind alle in einer, ja, einer guten Position eigentlich, also recht nah beisammen alles. Wir müssen uns jetzt echt gut umschauen. Neue Ware, was denn? Da ist doch gar nichts neu. Wenn du mich nicht andauernd anlügen würdest, wäre ich viel glücklicher als Kunde. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Schießbude, nö. Können wir im New Game Plus dann machen.
Weiß auch nicht, ob das so bombastisch interessant ist. Ha. Eines sitzen geblieben. Du gehörst mir. Mist. Warum fliegt jemand im Kreis? Ne, jetzt sind sie weg. Eins. Okay, hier ist direkt schon irgendwo ein Schatz. Wir müssen uns auch umgucken, weil wir jetzt wieder eine Prinz-Pila-Figur finden müssen. Hier ist nix. Okay. Von oben nach unten. Okay. So, jetzt sind wir trotzdem am Schatz direkt vorbei. Das gibt's doch nicht. Hier. Müssen wir irgendwie den Bagger lostreten, dass der hier das wegfährt oder was? Und dann ist da der Schatz da oder sehe ich irgendwas jetzt nicht? Ich meine, ach so, warte mal. Nee. Der muss hier sein. Es gibt keine weitere Ebene. Ich vermute mal, wir müssen den Bagger irgendwie aktivieren. Gehen wir woanders lang. Mhm. Sieht aber auch jetzt nicht danach aus. Naja, vielleicht finden wir es noch raus. Vielleicht auch nicht. Yes. Perfekt. Ach, der hat einen Brustpanzer, da ist nur der Kopf. Okay. Naja, und der Hintern. Schön, dass wir uns aber wegen ihm umgedreht haben. Deswegen haben wir sofort die Marke gefunden. Könnt mir jetzt vorstellen, nee, hier nicht, aber hier in der Nähe. Wie habe ich es vermisst? Das Stöhnen von der Ashley, wenn sie hier 5 Schritte geht und dann außer Atem ist. Ein grünes Kraut. Auch wieder zu. Auf.
So, das geht ja mittlerweile ganz gut gegen die. Geht's dir gut? Ja, sicher. Also ich hätte es jetzt geklopft, so wie der gerade einfach weitergerannt ist dann danach. Okay. Ich habe nochmal getestet, nicht, dass das wegen der Sequenz gerade unterbrochen worden wäre. Okay, Munition. Sonstiges und Rohstoffe, sehr gut. Aber die fehlen uns auch wieder. Hä? Er schlägt ja noch da nicht hoch. Okay, also irgendwas habe ich übersehen. Aber hoch 10, ne? Also gucken wir uns hier nochmal um. Da ist ein Fass. Sogar 2. Rohstoffe S. So, pass auf. Herstellen. Flintenmunition. Und wie viel haben wir noch? 8. Ne, hier ist erstmal weiter nichts. So. Also alles gerade so ein bisschen. Ich überblicke es noch nicht, sage ich mal so. Warte mal, hier ist was drin, garantiert. Vielleicht eine Handgranate? Nein, ein Goldarmreif. Ja, der war auch schon wieder schlecht. Deswegen hat man den auch in den Müll geworfen. Das muss man halt verstehen. Die Leute haben hier einfach andere Werte. Wir hier hochklettern? Nö. Oh, da. Ist dein Ernst? Das kriegt er nicht hin. So, damit haben wir den hier. Da haben wir Pistolenmunition übersehen. Die holen wir auf jeden Fall. Wir haben so wenig im Moment. Okay, da oben ist zu. Den Schatz. Guck mal, hier ist auch noch eine Marke. Wir müssen jetzt nochmal hier wegen Bagger gucken. Also es kann doch nicht sein, dass wir den Schatz da nicht rauskriegen. Da ist erstmal die Marke so. Guter Schuss. Und die letzte ist hier links am Rand. Okay, die kriegen wir auch noch. Nee. Muss ich da eine Handgranate drauf werfen für den Schatz? Wir verschwenden sie dafür. Das ist in Ordnung. Nee, absolut keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss, um den blöden Schatz da rauszukriegen. Ich sehe auch nichts zum Kaputtschießen und die Granate... Die hätte es jetzt eigentlich auch, sind wir mal ehrlich, das ist eine Granate, kaputt machen sollen. Ist hier irgendwas in der Luft? Das ist in der Luft, das blöde Mistding. Das hängt hier. Wir gehen mal an die Position von hier. Das ist da. Oh, das Spiel hat mich verarscht. Hoch 10. So ein Mistding. So. Jetzt fehlt uns hier hinten im Eck nur noch dieses eine Medaillon. Ich bewundere hier dieses Kabel. So, hier so schräg irgendwo.
Wo bist du? Wo bist du? Komm heraus, wo immer du bist. Da ist es. So. Dann können wir beherzt weitergehen. Wenn ich auch noch nicht weiß wie, aber wir können weitergehen. Ich dachte ja, hier wäre jetzt irgendwie ein Hebel, den wir aktivieren. Schwupp, geht das Tor da hinten auf. Da ist ja auch der Hebel. Ach so, hey. Ashley, halten. Okay. Natürlich, was soll ich denn da machen? Ich habe sie runtergerufen, die Dolle. Und ich dachte, vielleicht steht sie ja trotzdem noch oben. Nein, sie ist ja aus dem Fenster rausgesprungen und wurde dann gerade von dem anderen entführt. Und die ganze... Och nein, alles wieder da. Weil hier der letzte Speicherpunkt war. Na gut. Wir haben wenigstens dann die Granate. Das heißt aber auch, wir müssen hier jetzt wieder alles einsammeln. Und da drinnen die Gegner nochmal besiegen. So, die Mülltonne war hier irgendwo. Genau, der Gold am Reif. Dann hier das Medaillon, das er irgendwie nicht erreicht, obwohl es vor ihm hängt. Dann waren hier zwei Kisten. So, hier hatten wir Pistolenmunition vergessen. Hey, das hier Treffer. Und den Schatz. So, und dann war's das, ne? Jedes Medaillon. Genau, alle Kisten. Gut, das heißt, wir machen jetzt dieselbe Chose nochmal. Wir siegen die drei Gegner, die initial in dem Raum sind. Und dann die drei, die nachträglich reinkommen. Oh, es sind sogar vier. Natürlich. Wir hätten echt die Granate reinwerfen sollen. Wir werfen die Granate rein. So, ist das erledigt. Dann hatten wir hier nochmal zwei Fässer. Ja. Da war noch eine Kiste, die nehmen wir auch noch mit. Dann Befehl an Ashley, während wir Sachen einsammeln. So, Pistolen, Schrotflinte. Verdammt.
Warum hier unten? Warum ist die hier unten? So, okay. Das ist gerade sehr ungünstig, wie es läuft. Okay. Verletzt? Geschafft. Die hüpft dann einfach schon mal runter, wenn wir die Tür aufmachen. Ich dachte, weil ich diesmal nicht R3 gedrückt habe, ist er auch nicht runtergehüpft. Doch. Ja. Warte, da war aber ein Geräusch. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht die Figur. Oder ist das hier einfach nur was Mechanisches? Das mechanische Geräusch ist nur, wenn wir hier sind, in der Gegend. Das könnte aber auch noch ein bisschen höher sein, oder? Naja, also ich glaube, das ist es nicht. Vielleicht sehen wir es ja von oben. Ach, Mann. Was, der ist nicht tot? Okay. Hey, ich hab X gedrückt. Der hat nichts gemacht. Oh, Insekten wieder. Ich höre es schon wieder, also. Vielleicht sehen wir es ja von hier, guck mal. Das ist diese Lampe hier, ein Schatz. Wo gehst du hin? Ja, einen Schatz holen. Wusste ich doch, dass sich das nicht für die Figur richtig anhört. Okay. So, hier haben wir alles. Schade, dass wir keinen Schrank durchsuchen dürfen. Oh, eine Ratte. Oh, mir kraut's schon wieder. Oh, Sumpfgebiet. Oh. War das in irgendeinem Spiel schon mal geil? Ich kann's mir ja nicht vorstellen, ne? Aber hier ist noch ein Schatz drin, ne? Ach, das widerlich. Kommst du klar? Ja gut, Kanalisation. Das sah aber wie Sumpfwasser aus, ne?
Okay. Ein Smaragd haben wir gefunden. Ist hier der Wahnsinn. Was man nicht so alles in Gülle finden kann. So, okay. Könnte Boss kommen. Ich glaub's aber nicht. Wir haben viel zu wenig Muni. Entfern dich. Okay. Ich wollte eigentlich das hier. Beide gleichzeitig, okay? Ach so, das macht's automatisch. Ach so. Das ist ein Minispiel. Das muss man auch mal sehen. Also dann, beide gleichzeitig. Ja, ist gut. Ja. Hier ist auch schon wieder ein Schrank. Ach so, sie kann sich verstecken. Das muss man auch mal wissen, dass das geht. Okay, hier kommen also gleich wieder ein paar Gegner oder ein stärkerer. Wenn wir Ashley sagen können, geh doch mal da rein. Ja. Geh zurück. Also, dann machen wir es uns doch einfach. Biometrischer Sensor auf die LE5. Ausrüsten. Komm doch, du Scheißmonster! Tot. Ja, da ist er doch. Okay, Scharfschützengewehr. Und dort das ausrüsten. Ausrüsten. Stingray heißt die ja. Ashley, bitte da rein. Shit. Das ist den, den ich meine mit den Haaren. Oh, der Scheiße. Explodiert dann. Hässliches Drecksvieh. Okay. Genau, komm her, Pfiffi. Die Mistkerle. Mit ihren Haaren dann angreifen. Hey. Gut. Okay. Und die kommen noch ein paar Mal. Zum Glück sind sie nicht so wild wie die Originale, ne? Die so viel rumhüpfen. Und wenn wir ein Muster feststellen, dass die immer im Kopf das Ding haben, dann können wir mit der Pistole auch drauf schießen. Ja, wir brauchen erstmal wieder Strom. Ja, ja, wenn ich das mache, dann bringt's nichts, Ashley. Ja. Machst du das? Na klar, ich habe ein Händchen für sowas. Genau, jetzt komm mal rüber, Ashley. Können wir das jetzt halten oder muss die ganze Zeit das... Das sieht erstmal so aus. Hier geht's lang. Okay, cool, nochmal Kisten. Oh nice, Flintenmunition. Was haben wir eigentlich an Schießpulver? 20. Wir heben es mal auf, bis wir wissen, wofür wir es brauchen. Weil wir haben noch genug Sturmgewehr-Munition, dass wir jetzt auch gegen die Gegner ohne weiteres klarkommen. Sofern es diese großen sind. Ne? Und kommt auf die Menge an. Aber so zwei kriegen wir wahrscheinlich noch hin damit. Mann, ist das alles zugemüllt hier.
Echt? Okay, ich warte auf jeden Moment, wo jetzt hier einer ums Eck kommt. Okay. Wie wir mit der Schrotflinte einfach nicht einen erwischt haben. Ey, das ist eine fiese Situation, die sie hier gerade geschaffen haben. Ja, ich verstehe schon. Leben ist hart für dich und so weiter. Bist ein Monster. Shit, ich hab sie getroffen. Ich hab hier einen Durchschuss. Ach, so ein Mist. Ich hoffe, wir sind wenigstens beim Elektroapparat und müssen nicht wieder alles einsammeln. Okay, wir müssen nur die Kisten hier einsammeln. So, hier war ja noch was. Gut, das sieht gut aus. So. Warum kommen hier so viele? Ashley, Scheiße! So, jetzt dürfen wir aber wirklich Sturmflintenmuni herstellen. Gewehrmunition, so. Alles okay. Weil jetzt ist ja immer noch Mr. Ach, sieh mal da. Da ist er. Deswegen. Er ist auf dem Müll. Bleiben.
Ey, das gibt's ja nicht. Wie oft denn noch auf den Kopf? Okay, wir müssen uns jetzt mit was zufrieden geben, was wir hiermit herstellen können. Da ist die Flintenmuni wahrscheinlich am besten, ne? Oder war was? Haben wir voll übersehen, dass hier eine Kette liegt. Danke. Kein Problem. Was für Nervenkitzel hier. Du willst natürlich auch die Gegner erledigen, nicht nur einfach fliehen. Und ja, wir haben es geschafft, aber auch keine Muni mehr. So. Das da muss so. Jetzt können wir ein bisschen rumspielen. So, wir laden gerade mal nach und dann geht's in den nächsten Raum. Hier ist jetzt nichts, ne? Jo, passt. Rattenauftrag, alle Ratten beseitigen, Abfallbeseitigung. Du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Gut gemacht. Der Auftrag muss jetzt kommen, hä? Die ganze Zeit waren hier überall Ratten. Die sind ja auch nicht eingezeichnet, ne? Oder doch? Schürze. Wo ist er hin? Da. Fehlt noch einer. Hier oben ist einer lang gelaufen vorhin. Läuft hier immer noch einer lang, dass wir einfach nur warten müssen. Sieht nicht danach aus. Dann wird die woanders am Level sein. Ich schätze mal, da wo die, wo wir über die Brücke gelaufen sind, wird noch einer sein.
Hilfst du mir mal? Alles klar. Ein bisschen ärgerlich, dass so ein Auftrag dann natürlich am Ende wieder kommt. Da ist er doch, die Ratte. Okay. Ja, das ist so ein bisschen Spielzeitstreckung. Das muss nicht sein, ganz ehrlich. Das Spiel ist lang genug. Vielleicht sogar ein bisschen zu lang. Der Auftrag ist vom Tisch, was? Gute Arbeit, Partner. Alle Achtung! Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das angenehme Reise. Wir könnten ja hier Schätze mal gucken. 4 Stück. Da wäre das Beste 4-mal dieselbe Farbe. Wir könnten 4-mal rot, 4-mal blau. Nee, 4-mal rot muss es sein. Rot ist das Einzige, was wir 4-mal vom selben Typ einsetzen können. Und hier ist rot auch wieder. Ja, Farbe der Wahl. Willkommen. Schraubenschlüssel, Schlüsselkarte, kleiner Schlüssel, Goldarmreif, Rohkristall, Seidenkristall, der Goldlux und die kunstvolle Halskette. 130.000. Dafür lasse ich einiges springen. Geh sorgfältig damit um, okay? Langsam verstehen wir dein Gespräch. Damit hättest du unseren Standardservice. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Dann als nächstes. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Boah. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ich überlege gerade, was wohl das Beste wäre. Wo investieren wir? Oh, das Messer kann upgegradet werden. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit auf das 1,5-fache. Nehmen wir mit. Sahne, das Ding. Gibst dich wirklich nicht mit weniger als dem Besten zufrieden, was? Schrotflinte machen wir mal Feuerrate. Mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort kommen. Jederzeit wieder. So, jetzt haben wir ein bisschen weiter was geupgradet. Vor allem mit dem Messer bin ich mal gerade gespannt, wie viel das jetzt bringt. Ashley, geh mal weg. Können wir jetzt die Tode messern? Warum ist hier eine Abrissbirne? Leon! Mein Held. Mann, die fängt ja an, sich ganz schön an ihn ranzumachen. Mein Held. Wird doch garantiert gleich irgendwas damit passieren. Ach, Gott sei Dank, wir müssen Leon. Nur eine Wand kaputt machen. Ich hab echt gedacht, wir haben irgendeinen Kampf und müssen ausweichen. Der Lift? Wenn nur diese Wand nicht wäre. Ja, wenn nur. Was könnte man da wohl gegen tun? Ich will mich aber hier ein bisschen noch umgucken. Okay. Hier scheint ja ein bisschen was zu gehen mit Hochlaufen. Hier werden wahrscheinlich gleich Gegner kommen. Eine Abrissbirne. Die kann einfach alles, hä? Das mach ich. Kein Witz. Ihr sowas heute in der Schule? Ja, Leistungskurs, Baggerführer. Weg da! Warum soll er weg da? Das ganze Ding dreht sich doch.
Beschützt den Bagger. Ich kümmere mich um die. Ich habe extra Rennen gedrückt, nichts passiert. Zu Tode messern. Shit, der schubst mich weg. Ein bisschen was. Okay, das ist die Kuh. Was haben wir noch? Das hier. Okay, keine Munition mehr, nur noch Pistole. Okay. Könnten. Ne, wir haben nur noch 7 und mit 7 kriegen wir hier. Doch, MP-Munition noch mal hin. Shit. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte ihn... Boah, es gibt bestimmt eine Trophy. Lass hier einen Gegner von der Dings zerfetzen. Shit. Forelle. Och nö. Ich hab's extra hierher positioniert. Na gut. Die Weste macht's nicht mehr lang. Genau, kommt mal hierher. Es geht doch los. Shit. Shadow Golf, die erwischt mal ein. Na los, kommt her. Was? Die halten mehr aus als früher. Haben wir die nicht eigentlich immer mit einem Schuss platt gemacht? Hast du das gesehen? Da
deinem Beruf machen. So, wir haben eine Menge Munition jetzt wieder eingesammelt. Ich glaube hauptsächlich Pistole, aber ich will mich nicht beschweren. Gucken wir mal, was haben wir noch? TMP und oh, guck mal. Das laden wir alles mal ein. Die übermächtige Bedrohung beseitigen. Gebiet Inkubationsstation. Okay. Langsam nervt's, ehrlich gesagt. Frachtdepot, da haben wir oh, eine Blendgranate übersehen. Die nehmen wir natürlich mit. Die ist viel zu wertvoll. Aber wo? Hier hinten im Eck. Kommen wir da überhaupt dran? Ja, da liegt sie doch. Okay. Und die Inkubationsstation wäre... hier unten, wo der Keller war. Okay, verstehe. Da, wo die vier in einem Käfig waren. Wir nehmen es jetzt mit. Wir sind ja jetzt eh hier im Eck, aber es ist trotzdem mittlerweile, ne? Die tun hier... das sind zu viele Nebenmissionen. Das tut voll den Spielfluss unterbrechen. Sieh dich um, die Böll kommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Geh sorgfältig damit um, okay? Komm jederzeit wieder. So, wir speichern einmal ab. Wo ist denn das? Da. So, kombinieren. Dann haben wir schon mal ein bisschen was vorbereitet. Schießpulver haben wir ein bisschen was. Herstellen. Ich überlege gerade, was am besten ist. Ich weiß nicht, was für ein Gegner es ist. Deswegen würde ich sagen, wir heben uns das mal auf. Und je nach was, je nach Art des Gegners da unten. Vielleicht müssen wir da, weißt du, mit dem Biosensor wieder gucken. Macht es dann Sinn zu sagen, das wird Gewehrmunition oder Flintenmunition oder so in der Richtung, ne? Sag Ashley, da rein. Ja. Weil wir kämpfen alleine gegen den. Ja. Wie viele der einfach hat. Mist. Shit. Okay, da müssen wir doch das Zielfernrohr jetzt ändern. Ich hatte gehofft, der bleibt einfach drin stehen. Und wir haben es wenigstens ein bisschen einfach. Die Forelle haben wir gegessen. Ich glaube, wir machen hier mal, guck mal, Schrotflinte als erstes. Jetzt haben wir hoffentlich ein bisschen was erwischt, war eigentlich die Hoffnung. Das gibt's nicht, wie einfach nix. Jetzt stehen wir gut da. Wir haben noch eine Granate, die wird aber
aufs Haus. Weil gar nichts bringt. Und wie findet ihr den Kampf dagegen? Hammer, oder? Okay. Ja, jetzt legt er los. Kopf, Brust, Hüfte rechts. Erledigt. So, wir gucken jetzt aber nochmal, ob hier vielleicht nochmal Munition drin liegt, weil hier war ja ein fetter Gegner. Da legen sie vielleicht ja Munition nochmal nach. Ne, machen sie tatsächlich nicht in dem Fall. Naja. Erledigt. Alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Ah, ich sehe, du hast dich um einen auf. Gute Arbeit verdient eine angemessene Entlohnung. Okay. Oh, was kann ich dir sagen? 17 mittlerweile. Wir wollen ja die 40 haben. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Ansonsten, jo, nichts Besonderes. Dann sagen wir mal speichern. Und dann verabschieden wir uns für heute. War eine echt lange Session. Wir haben einiges geschafft. Ich glaube, das nächste Mal kriegen wir das Spiel durch. Das sind ja Kapitel 14 oder 15. Welches Kapitel waren wir? 14, ne? 14. Wir haben das fast durch. Dann fehlt nur noch 15 und 16. Nice, oder? Ganz schön Fortschritt gemacht. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht das nächste Mal. Bis dahin habt eine wunderbare Zeit, einen schönen Abend und auf Wiedersehen.